bloß nicht zu viele Kalorien, kein Zucker und wehe, da ist zu viel Fett drin. Aber was darf ich überhaupt noch essen? Wir sagen Schluss mit Disziplin und schlechtem Gewissen und haben wissenschaftliche Argumente zusammengetragen, was an Döner, Bier und Co. sogar gesund ist. Los geht's mit Schokolade. Was steckt da eigentlich drin? Die Hauptbestandteile der süßen Sünde sind Kakao, Fett und Zucker. 100 Gramm der Süßigkeit haben etwa 540 Kilokalorien. Das klingt erstmal nicht besonders gesund. Aber Wissenschaftler fanden heraus, dass vor allem dunkle Schokolade Blutdruck und Cholesterinspiegel senkt und Kakaopulver an sich alleine 66 verschiedene Schutzstoffe für Herz und Kreislauf beinhaltet. Zudem kamen Forscher der Medical School in Boston in einer Studie zu dem Ergebnis, dass der Genuss von Kakao das Gedächtnis stärkt. Bei älteren Menschen soll Kakao dem geistigen Abbau vorbeugen. Und dass Schokolade glücklich macht, hat wohl jeder schon mal erlebt. Dafür braucht es keine Studien. Und jetzt ein schönes, kühles Bier. Selbstverständlich alkoholfrei. Es besteht aus Malz, Hopfen, Hefe und Brauwasser. Bierliebhaber können sich freuen. Denn es gibt jede Menge Argumente, warum Bier gut für die Gesundheit ist. Erstens, das Getränk enthält 5 Vitamine und viele Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, Eisen und Zink. Zweitens, Bier beugt Nierensteinen vor. Das haben Forscher der Harvard School of Public Health in einer Studie belegt. Demnach ist Bier sogar noch gesünder als Tee, zumindest gegen die kleinen Ablagerungen. Dass Bier den Urinfluss stärkt, dürfte aber mittlerweile bekannt sein. Drittens, Männer mit Babywunsch aufgepasst. Bier steigert die Zeugungsfähigkeit. Aber nur bei gemäßigtem Konsum. Forscher am Massachusetts General Hospital in Boston fanden heraus, dass ein Bier pro Tag die Wahrscheinlichkeit der Zeugung verdoppelt. Ein Bierchen entspannt ja schließlich auch ungemein. Döner. Döner macht schöner, wissen wir. Aber der beliebte Leckerbissen ist auch gesund. Brot, Fleisch, Krautsalat, Zwiebeln, Tomaten und dazu noch eine Portion Tzatziki. Und fertig ist der Leckerbissen. Im Gegensatz zu anderen Fastfood-Produkten ist diese Kombination die beste Wahl. Warum? Ganz einfach. Der große Anteil an Salat macht den Döner gesund. Denn Zwiebeln, Tomaten und auch das Kraut enthalten viele Vitamine. Damit ist der Döner mit etwa 614 Kilokalorien im Vergleich zur klassischen Currywurst mit Pommes mit etwa 778 Kilokalorien doch ein echtes Leichtgewicht. Und zu guter Letzt noch was Leckeres zum Nachtisch. Wie wäre es mit einem Bourbon-Vanille-Eis? Hier stecken vor allem Sahne, Milch und natürlich Vanille drin. Okay, das kann ja nun wirklich nicht gesund sein, aber weit gefehlt. Denn Eis, oder besser gesagt Sahne-Eis, ist durch die kalziumhaltige Sahne gut für die Knochen. Forscher der Harvard University fanden außerdem heraus, dass fetthaltiges Eis bei Frauen die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöht. Demnach sei es für die Eierstöcke besonders förderlich, sich rund 2-mal pro Woche ein leckeres Eis zu gönnen. Gute Nachrichten also für alle Leckermäulchen und Gourmets. Weniger übers Essen nachdenken und einfach mal genießen. Guten Appetit!